noch mal rechts. Jetzt habe ich das ein bisschen irritiert hier, dass ich jetzt pausiert habe. Wo ist der andere? Muss mal ganz schöne Geduld hier aufbringen. Komm schon, nur ein falscher Schritt. Joe, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Nein, zugreifen! Mit wem spricht er da? Fäuste aus Stahl. So, jetzt möchte ich hier doch mal lieber noch ein bisschen rumgucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Zumindest war das jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Also so einen Schwierigkeitsgrad gibt es ja, glaube ich, gar nicht, dass man die alle wegboxen kann. Dass man quasi in die Menge springt und die dann wegboxt. Das ist jetzt die gleiche Couch von eben. Also auch mit den gleichen Schäden. Kaputtes Bild. War aber noch so aggro, dass er das abgerissen hat. Das war knapp. Scheinbar nichts. Das ist in diesem Spiel natürlich verboten. So durchzurennen. Ich glaube, das geht ja noch nicht mal in den Assassin's Creed. Da kann ich auch nicht so wild durchrennen und die alle über den Jordan bringen. Oh, wieder ein. Meine Güte, jetzt kann ich sogar Medipacks gebrauchen. Das war jetzt das zweite, was ich genommen hatte. Entweder mir ist es entgangen. Oder ich habe das gerade aufgepimpt. Kann ich übrigens gerade mal nachgucken. Messer brauche ich ja momentan nicht. 30. Ich mache immer Lauschdistanz. Heiltempo, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Bin so ganz spontan gerade drauf gekommen, dass man das vielleicht machen könnte. Das sind sowieso immer die Sachen, die ich, wenn dies möglich ist, standardmäßig immer als erstes oder mit als erstes aufrüste. Entweder. Bleib unten. Genau da. Entweder die Energieleiste verlängern oder was auch immer, die Energie, die Lebensenergie erweitern. Oder irgendwas, was in diese Richtung führt, wie hier zum Beispiel das Heiltempo. Das heißt, das Verarzten von sich geht jetzt schneller. Möglich, dass ich das auch als erstes hier jetzt aufrüsten werde. Ich habe übrigens in diesem Spiel, glaube ich, ganz wenig Trophäen. Obwohl das schon der dritte Durchlauf ist. Ich glaube 5% oder so. Das sind alles, was ich an. Das ist alles, was ich an Trophäen. Wieder ein Point of No Return. Ab, ich wollte auch von in die verkehrte Richtung. Wieso geht er denn nicht durch? Du doof. Lampe an. Meine Güte, hetzt mich doch nicht so. Kein Ziel. Wiederhole, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Ich suche hier. Los, such da unten. Komm näher, komm Zeit, näher. Mit dem Versteckspiel. Der eine ist aber auch so nah dran.
runter. Ich habe jetzt tatsächlich erwartet, dass der den da runtertritt. Mann. Auch diese Gegner. Die hatten doch... Die haben noch geschossen. Wo ich gegen den gekämpft habe? Da habe ich jetzt erwartet, dass der den die Gleise runtertritt. Auch irgendwie Quatsch, aber... Das sitzt wohl noch... Wenn man so viele Stunden Assassin's Creed gespielt hat, dann sitzt einem das wohl noch so drin. Dass man da Erwartungen... Der Dinge erwartet, die eigentlich logischerweise in diesem Spiel nicht vorkommen. Ist ja schon mal gut, dass ich nicht erwarte, dass er die Assassinklinge auspackt. Scheint wohl sinnlos zu sein, hier durchzugehen. Ich glaube, das wären die Momente hier. Ja, soll ich deswegen jetzt da bleiben? Das regelt sich schon. Das spielt vor Geld keine Rolle mehr. Wenn sowas passiert ist. Wer sich da noch am Geld klammert, muss schon ein ganz schöner Idiot sein. Ich sehe gerade, ich muss mich gleich mal wieder heilen. Das geht natürlich jetzt schlecht im Wasser. Ach, da kann er gar nicht hoch. Ach, da geht's gar nicht hoch. Okay, zum Tauchen Kreis drücken. Ist jetzt weiter? Oder muss ich weiter tauchen? Okay, und wieder hoch. Ich glaube, ich heile mich mal. Ellie? Ja, geht schneller. Mir geht's gut. Ach, da hätte man auch so lang laufen können. Da muss er ja gar nicht rumtauchen. Er macht ja die Tauchaktion vorm Herrn und sie geht da einfach so lang. Auch Quatsch. Dann ist das irgendwie unlogisch, dass er jetzt hier den Rumtaucher gespielt hat. Da liegt wieder was. In vielen Spielen ist es ja... Sie geht noch. Zur... Was geht denn noch? Geh doch mal nach oben ein bisschen. Dann geh doch mal nach unten ein bisschen. Hat er hier schon aufgenommen? Und da ist auch noch was. So. Nein, nein, runter noch ein bisschen. Jetzt kommt es ja nicht hoch. Geht's hier hoch? Warte da. So. Kann man mit einer Gasmaske eigentlich tauchen? Oder schadet das dem Filter? Fireflies. Das Symbol hier. So, warum bin ich jetzt hier reingetaucht? Konnte ich da irgendwas erreichen durch? Scheinbar nicht. Da bin ich ja wieder hier. Warum konnte ich jetzt hier lang tauchen? Was ergibt das für einen Sinn? Da ist nichts.
Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Dann war das wohl nur ein Secret. Um die Sachen zu... Deswegen hat sie wahrscheinlich auch gesagt hier... Deswegen hat er auch nichts Geskriptetes geantwortet oder so auf die Frage, du willst mich doch nicht allein lassen. Eine Sackgasse. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ach hier. Auch hier so die Wassereffekte. Sehen auch nicht so verkehrt aus. Steig drauf. Wirklich? Heilig. Okay. Vorsichtig. Achso, das musste wohl erst an die richtige Stelle kommen. Wieder eine Leiter. PlayStation Fing. Ich habe heute den Artikel. Artikel. Heute einen Bericht im Internet gelesen, da hat einer geschrieben. Ich hab sie. Er hätte so ein Board für den Fernseher. Da wären zwei so Fächer unten drin. Wackel, wackel. Da drunter, wo man Sachen hinstellen konnte, seine PlayStation würde dazwischen stehen. Die würde so laut anfangen zu ventilieren. Was man da machen könnte. Aber meine PS4 steht ja sogar auf diesem Schrank. Also nicht irgendwo zwischen und die ist jetzt auch schon ganz schön am Pusten. Wo ist das eigentlich das Problem, dieses Teil jetzt zu entfernen? Das ist doch nur für diese doofen... Ja, Zombies sind es ja nicht. Für diese Pilzinfizierten ist das ja nur gedacht. Aber vermutlich geht das nur deswegen nicht, weil es da nicht lang gehen soll. Das sind so Punkte, wo man sieht, da geht's nicht lang. Da sind die dämlichen Pilze hier. Dreckszeug. Da geht es nicht lang. Ah, es geht wieder nach oben. Sehr schön. Ist mir auch lieber so, dass es wieder heller wird. Hey, also... wegen Tess... Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Das passt ja noch so gerade in das Video rein. Die Cutscene. Ich habe sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie.